Willkommen zurück zu Schnabberdabbers. Yay! Mit diesem schönen Rätsel hier. Ich befürchte, ich muss wieder nach oben. Jo. Noch was mal, bevor du irgendwas anderes tust. Okay. So, jetzt ist das schon mal auf einer guten Höhe. Jetzt kannst du versuchen, das blaue Rohr zu buxieren. Okay. Naja, so viel von oben drauf. Schon mal hilfreich. Dreck. Das hat nicht gut funktioniert. So. So, soweit ist das ja eigentlich auch gar nicht so schwierig. Außer, dass ich den halt hier zu schnell verliere. Gerettet. Sitzt noch. Nein. Ich glaube, der haben wir. Ja, okay. Gerettet. Nice. Okay. Jetzt musst du den mal eben halten. Und ja, dann ich halte. Versuche ich mal da rauszugehen. Und dann versuche ich den jetzt nochmal nach oben zu hebeln. Indem ich mich da drunter stelle und den nach Doch, oben. Doch, der geht da durch. Beim letzten Mal ging der aus irgendeinem Grund nicht durch. Irgendwas hat da nicht funktioniert beim letzten Mal. So, versuchen wir das nochmal. Und jetzt versuche ich hier hochzukommen. Ja. Vielleicht darf mein Fanggefäß nicht so tief sein. Yes! Sitzt! Nice! So, hat auch funktioniert. Gut gemacht. Gut gemacht. Ach, sehr gut. Jetzt sind es zwei Roboaffen. Scheinbar. Ja. Okay. Jetzt können sie Monkey Combat spielen. Da sind wir alle happy. Nicht wahr? Ja. Es wird Zeit für die scheinbar letzte Herausforderung. Die Kreaturlösung. Oh Gott. Die scheinbar wieder Lösemittel hat. Oh, bitte nicht. Ja, beim letzten Mal war es nicht so schwierig, aber ich bin mir sicher, sie werden sich irgendwas einfallen lassen haben, was uns jetzt unser Leben zur Hölle machen wird. Oh nein. Eine Kombination aus, wir müssen irgendwas bauen und irgendwie scheinbar was mit dem Dingen da unten machen. Die Frage ist, was wir da unten mit dem Dingen machen müssen. Ich verstehe es auch noch nicht so 100%, muss ich sagen, aber ich würde sagen, wir schneiden hier erstmal was rein. Du hast dich umgebracht. Wir müssen vielleicht das Lösemittel da irgendwie rüberkriegen. Meinst du, das ist... Ach so, du meinst, dass wir den da unten weglösen müssen quasi? Warte, ja. Ich mach dir erstmal wieder so einen Haken rein, damit du wieder derjenige sein kannst, der da dran springt. Ich versuch einfach mal erstmal hier den Stab darunter zu bringen, bevor wir da irgendwas mit dem Lösemittel machen. Oder meinst du, dass der löst das Ding nicht? Ah, okay. Ja. Das löst das gar nicht auf. Das habe ich mir in etwa so gedacht. Müssen wir den unten einfach weglöschen. Ja. Das ist das Gimmick. Okay. Ja, wir haben ihn entgubt. Okay. Ja gut, das kann ja nicht so schwierig sein. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur eine Brücke da drüber legen können. Wie breit ist das? Ungefähr so breit wie wir. Ja, mach's natürlich länger, damit es da... So breit sind wir, schneidest du? Schneide ich was? Ja, die Brücke. Nee, ich... egal. Zack, zack. So, und dann brauchen wir aber natürlich eine Decke dafür. Meinst du, das läuft? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das war noch undurchdacht. Resette das mal. Also wir brauchen auf jeden Fall den Brückenboden da unten. Also wo der Goop lang laufen kann. Der muss an einer Seite da irgendwie reinfallen können. Und irgendwie müssen wir den ja auch halten. Aua. So, jetzt machen wir Dinge da oben los. Schwump. Ah ja, vielleicht reicht das ja sogar schon. Ich versuche mal von der anderen Seite hier dagegen zu halten. Ja, sehr schön. Es ist tot! Es ist tot! Und zu guter... Okay. Also braucht es irgendwie eine Decke für uns, damit wir es an der Stelle halten können. Aber gleichzeitig so eine Rundung irgendwie unten, dass der
Goop da durchfließen kann. Das ja, heißt, gut, so eine Rundung kann ja nicht so schwierig sein. Genau, die Rundung machst du da so am besten rein und dann machen wir hier unten... Warte, vielleicht können wir das... Dann machen wir hier unten ein Loch rein. Damit das da unten rausfließen kann. Guck mal, jetzt haben wir hier quasi so eine Stelle, wo wir es festhalten können. Wenn du hier einfach dich selbst als Form irgendwie reinschneidest, dann kannst du das die ganze Zeit halten. Nein, nicht! Das ist zu viel weggeschnitten. Wieso? Geh nochmal nach links. Links, das andere links, genau. Und mach ein Stück nach rechts. So, und jetzt machst du da einen Schnitt rein. Und jetzt schneidest du das da rechts nochmal. So, und jetzt stellst du dich da unten rein. Da, wo du dich da, wo du deine Form reingestellt hast. Ach so, meinst du das, okay. So, jetzt ist das Ding nämlich an dich angepasst. Hat gut funktioniert. Das funktioniert, wenn du mir unten noch was wegschneidest. Die Rundung. Ich muss halt, wenn ich hier so stehe, muss mir alles, was da drunter ist, muss mir irgendwie wegschneiden können. Das heißt, ich schneide dir... Moment. Machen wir das so, ich schneide dir irgendwie... Nett. Das so, und jetzt kannst du mir hier unten gleich die Rundung wegschneiden. Hätte man vorher machen können. Nee, nur jetzt ist es einfacher. So, noch mehr? Ah, das war schon zu viel. Das ist so ein komischer Strich. So. Ja, so. Jetzt stehe ich ja nämlich wenn, gut drin. Wenn du dich noch ein bisschen... Nee, jetzt kann ich doch perfekt mich dann da runterbürgen. Ja, aber hättest du gar kein Loch unten reingemacht, wärst du komplett unbesiegbar gewesen, meine ich. Weißt du, was ich meine? Nee. Wenn du das Loch einfach hier irgendwo in die Mitte schneidest. Ach so, das meinst du. Wenn ich das Ding spawne, dann bist du völlig unbesiegbar für den Goop. Ja, okay, jetzt musst du nur noch das Loch und die Rundung reinschneiden. So, beim letzten Mal war das ein bisschen wenig Rundung, also machen wir die mal ein bisschen länger. Und... Das Loch. So. So, jetzt muss ich bei dir nur noch einen Hebel reinschneiden. Ja, irgendwie so, dass ich es greifen kann. Jo. Zack. So, jetzt bist du eine... jetzt bist du vollkommen geschildert. Aber das reicht, ist die andere Frage. Vielleicht kannst du dich einmal komplett drehen. Kannst du dieses Ding da runterdrehen? Ja. Kannst du? Sehr gut. So funktioniert. Genau wie geplant. Gut gemacht. Gut gemacht! So, dann haben wir alle Level abgeschlossen. Gegoopt! Ach, das war deutlich angenehmer als die Goop-Level, die wir sonst hatten. Ja. Weißt du, wenn wir sowas ähnliches wie, du kannst dich da reinschneiden, wenn wir da bei dem Bauplan-Level dran gedacht hätten, hätte das mit Sicherheit auch besser funktioniert. Gut, dass es uns jetzt eingefallen ist. Neue Party-Level aus witzige Werkzeuge freigeschaltet. Ja, gut, die Party-Level sind für mehr Leute. Ja. Gut, jetzt können wir vielleicht mal gucken, was dieses Extra-Form-Zeug ist. Ja, vielleicht fangen wir da am besten in der ersten Welt mit an. Yay, jetzt ist auch ein Sternchen mit dran. Ich kann mir vorstellen, dass da Notizen. Großartig jetzt was anderes ist. Aber wir machen jetzt mal Bowling-Korb in Zufallsform. Okay, wir haben einfach nur andere Formen. Ja. So, dass es schwieriger ist, die richtigen Formen zu schneiden. Ja. Scheinbar. Okay, das ändert jetzt nicht wirklich viel am Spiel. Die Frage ist, kann ich trotzdem dich ganz normal umschneiden, ist die Sache. Also es ändert eigentlich gar nichts, außer dass es halt wirklich ein bisschen schwieriger ist. Ne. Die vollen Formen und so sind mit Sicherheit schwieriger mit den Zufallsformen. Ja. Aber ansonsten wird das nicht viel am Spiel ändern. Also. Ansonsten haben wir das ja alles irgendwie schon... Nicht so schnell. Ja. Ansonsten haben wir das ja alles irgendwie schon mal gemacht. Pong. Ne. Na gut, dann wissen wir jetzt langsam. Auch, was dieses Zufallsform tut. Das ja, gut, das ist jetzt nicht so spannend. Ja. Langsam nach rechts. Ja, Moment. Ich glaube, du brauchst dich auch gar nicht bewegen. Nee. Okay, stopp. Schwierig. Gut gemacht. Okay, dann wissen wir jetzt, was dieses Gimmick ist. Es ist, nicht so richtig nützlich. Ich wollte gerade sagen, nur semi-spannend. Ja. Sie haben versucht, Replay-Value in dieses Spiel einzubauen, wie es aussieht. Ja. Ich denke, das ist alles, was dieses Gimmick bewirken sollte. Oh nein. Replay-Value. Es hat die Hakenfarbe an dem Level geändert. Ah, für True 100% alle Level nochmal spielen. Echt, hat's das? Ja, hat's. Wo? Siehst du, die anderen Haken sind alle solid lila. Ach, und, das ist jetzt bunt. Für True 100%. Also, alle Level nochmal mit... Nein, das machen wir nicht. Nein. Allein schon, weil ich den Goop-Level nicht nochmal spielen will. Allein dafür nicht.
Aber gut. Ja gut, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Dann. Haben wir es quasi mal gezeigt, was das dann so ist. Ja. Ja. Davon ab gibt es neue 2-4-Spieler-Herausforderungen, neue Minispiele im Blitzduell und es gibt den Sei-Kreativ-Modus. Ein Kreativ-Modus? Ja. Ja. Neue Dinge, die allerdings alle für bis zu 4 Spielern sind und da wir schon festgestellt haben, dass die Sachen mit bis zu 4 Spielern mit 4 Spielern auch irgendwie viel cooler sind. Ja. Schätz vor allem, mal. Wenn wir beide als Team arbeiten, dann die zwei anderen Leute alleine arbeiten lassen, das ist viel besser. Ist vor allem immer extra fair. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns 2 neue Mitspieler gesucht haben oder 2 alte Mitspieler, die schon mal mitgespielt haben. Schauen wir mal, wen wir finden. Ja, irgendwer finden wir schon auf der Straße. Mal gucken, wer für 2 Euro mit Snipperclips spielen möchte. Ich glaube, bestimmt einen Arbeitskollegen mitbringt. Ja, wenn er nach Stundenlohn bezahlt wird, ist das okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal, schätze ich. Ja. Bis dahin, see ya. Aloha.